Die Bevesto Highlights der Woche. Schön, dass ihr alle da seid zum dritten Spieltag der Division Südost. Eigentlich sollte das eigentlich da kein Fehlpass sein. Die Konzentration auf jeden Fall auf beiden Seiten da. Auch der Abschluss nicht zwingend. Aber jetzt viel Spaß bei der ersten Begegnung zwischen Bisse und Fetze. Eigentlich sollte das eigentlich da kein Fehlpass sein. Und Bisse kann einfach durchmarschieren. Oh, duselt sich da durch. Und wieder ähnliches Vorgehen. Und dann schießt sie die Torwart ab. Zweiter Abschluss und der sitzt. Alles für das Tor und es fällt. Ihr Lieben, denn das erste 1 gegen 1 hier zwischen JB und Dave ist serviert. Geht da rein in den Strafraum und im kurzen Eck gelingt ihm das 2:0. Das ein oder andere Mal wird quer gespielt. Und in wirklich letzter Sekunde. Das ist ein guter Ball. Schnell gespielt, gut gespielt. Kommen wir doch zu der Begegnung Heidenheim gegen Mainz. Immer wieder diese Zone, das ist gut. Da tanzt ihn aus. Jetzt hat er Platz. Und er macht ihn. Reingegangen in den Strafraum. Zurückgelegt und dann stützt er den Ball dann noch rüber. Ich glaub's nicht. Konzentration auf jeden Fall auf beiden Seiten da. Und wieder die Führung. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Partie zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Dann in die schnellen Kombinationen kommt, da hat er sehr viele Anspielstationen. Schöne Variation. Dann ist der Wahnsinn, was die Spieler hier von RB Leipzig offensiv zeigen. Und dadurch jetzt weiterhin Frankfurt auch noch in der Partie wieder mit dem Flankenversuch auf den zweiten Pfosten. Und der trudelt rein. Jetzt die Räume natürlich bei Leipzig offen. Frankfurt auf dem Weg, machen sie den vierten, sie machen ihn! Hier gibt's das!